Hey, wenn das nicht der letzte Sohn Kryptons ist. Der einzig wahre. Hier, ein gratis Shirt für dich, Kryptonia. Nicht so eilig, Freund. Was steht denn drauf? Da steht drauf, ich war auf der Sci-Fi-Con und bin nicht mal Jungfrau. Astrein. Damit werden die Leute endlich nicht mehr denken, dass ich nur ein dummer Nerd bin. Das kannst du nicht sagen, während du dieses Kostüm trägst, Alter. Das geht einfach nicht. Keine Sorge, das ziehe ich zu dem Swamp Thing-Kostüm an. Großartige Idee, das ändert alles. Hier ist dein Shirt. Metropolis Kid dankt dir, mein Freund. Was kann ich als Gegenleistung für dich tun? Naja, ich habe ein wenig Angst vor dem, was du tun könntest, ehrlich gesagt. Keine Sorge, Mann. Willst du vielleicht ein schönes Paar Nunchakus? Seit wann benutzt der Mann aus Stahl der Nunchakus? Willst du sie oder nicht? Ja, ich will sie. Na dann, hier, bitte. Oh, aber das ist doch nur eine scheiß Angel. So sehen halt die Nunchakus auf Krypton aus, okay? Naja, wie auch immer, Kumpel. Danke und jetzt hau ab. Eine Angelrute. Ich glaube immer noch nicht, dass das Nunchakus sind. Okay. Sowas will doch... Hey, Mortimer will's nicht, alles klar. Sowas... Okay. Aber der stilvolle Nerd bestimmt. Hey, Alter. Willst du ein Convention-Shirt? Sind doch gratis. Ich will ja dein Ego nicht zerschmettern, aber das ist nicht das erste Mal, dass mir heute ein Shirt angeboten wird. Okay. Du willst also keins. Das steht drauf, ich war auf der... Hör zu, mein Freund. Such in deinem Paket nach meinem Shirt. Es ist das, auf dem böser schwarzer Mann steht. Alles klar. Was? Sag noch einmal was. Sag noch einmal was. Ich warn dich. Ich warn dich doppelt, du kleiner Schwanzlutscher. Alter, ich so ein Shirt habe ich nicht. Es tut mir leid. Wir sehen uns dann, Alter. Ich esse keine dreckigen Viecher. Ja, schon klar. Alles klar? Okay. Wie geht's, Travis? Willst du eins von diesen coolen T-Shirts? Wer ist Travis? Wer ist Travis? Lass mich raten. Das ist ein Taxi-Driver-Kostüm, oder? Natürlich. Ich hab niemals den Film gesehen, aber das Outfit gefällt mir. Mit dir werde ich nie wieder reden. Und ein Shirt kriegst du jetzt auch nicht. Aber ich... Du bist Abschaum. Auf Nimmerwiedersehen. Okay. Sowas will doch... Jetzt wird's okay. Du hast Stil, mein Freund. Würdest du gern noch mehr davon haben? Es fällt mir schwer, das zu glauben. Niemand hat mehr Stil als Alex. Oh, da täuschst du dich, Kumpel. Alex würde noch stylischer in einem von diesen Babys aussehen. Ich würde lieber Milch mit abgelaufenem Drancrumb trinken, als den Scheiß zu tragen. Was auch immer. Wusste, dass mit dir reden reine Zeitverschwendung ist. Zeitverschwendung? Nein. Ich inspiriere Leute, schlechte Dinge zu tun. Alles klar. Und noch ein Shirt für ihn. Lord Vader. Commander. Das Shirt des Imperators, welches er anlässlich des Geburtstags seiner Katze geordert hat, ist angekommen. Exzellent. Nun kann ihn nichts mehr aufhalten. Beeindruckend. Sehr beeindruckend. Die gesamte Galaxie wird vor uns auf die Knie sinken. Ja, Alter. Genug von dem Weltraumscheiß. Sie haben mich zum letzten Mal enttäuscht. Admiral. Vorher hast du mich noch Commander genannt. Wurde ich zwischendurch befördert? Und übrigens, wenn dieses Track Wars-Ding echt ist, dann sollte es dich gar nicht geben, oder? Enttäuschen Sie mich nicht noch einmal, Commander. Oh nein, nein, nein. Jetzt keinen Rückzieher machen und erst recht kein Themawechsel. Also, wenn du aufhörst, Fragen zu stellen, bekommst du Süßigkeiten. Süßigkeiten von einem Fremden? Das habe ich nicht mehr gemacht, seit ich klein war. Vielleicht ein Hasen. Ich tue alles, um diesen Widerspruch in der Story hinter mich zu bringen. Schließ dich mir an und wir werden die Galaxie beherrschen als Vater und Sohn. Heute passt mir das so gar nicht, aber vielleicht können wir ein andermal als Vater und Sohn herrschen. Wie gefallen eigentlich Anakin diese tollen Shirts? Dieser Name hat keine Bedeutung mehr für mich. Verstehe. Und dem Kostüm noch zu urteilen, wirst du dem Spruch auf dem Shirt wohl nicht gerecht. Aber hey... Hör nicht auf, nach den Sternen zu greifen, okay? Wenn du es unbedingt wissen willst, ich hab eine Freundin. Cyberfreundin? Gibt's noch andere? Naja, in dem Fall gebe ich dir drei. Eins für dich, eins für deine Cyberfreundin und noch eins für deine Roboterfreundin. Davon hast du ja sicher auch eine, hm? Touché. Dachte ich mir. Oh Gott,
Hey, oh, mal nicht so wertend. Ich studiere technische Informatik und mein Vater ist Mechaniker. Was soll ich den Sommer über denn sonst machen? Schon okay, Mann. Ich urteile nicht. Hier sind deine Shirts. Gibt's noch andere? So, ich will mal was versuchen. Jetzt habe ich einen Köder mit Eukalyptusgeschmack an der Angel. Alles klar. Kann ich mir jetzt einen Koala holen? Er hat halt gerade Eukalyptusgeschmack gesagt. Marty, ich brauche deine Hilfe. Klar, Doc, was ist das Problem? Sekunde mal. Mein Name ist nicht Marty. Wer zur Hölle bist du? Die Frage ist nicht, wo sind wir, sondern wann sind wir? Das war gar nicht die Frage. Ich fragte, wer zur Hölle bist du? Ich kann dir keine Details verraten, Marty. Die Konsequenzen könnten katastrophal sein. Okay, jetzt habe ich echt Schiss. Was geht denn hier vor? Die Libyer sind hinter mir her, Marty. Libysche Terroristen. Libyer? Wow. Das ist hart, Doc. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Hier, nimm das. Sekunde mal, Kumpel. Ist das wirklich, was ich denke? Wenn du dachtest Plutonium, dann ja. Alter, spinnst du? Ich hab nur mitgespielt, weil es irgendwie lustig war. Aber das schlepp ich sicher nicht mit mir rum, du Irrer. Du verstehst nicht. Es geht um deine Kinder, Marty. Du musst etwas wegen deiner Kinder unternehmen. Meine Kinder? Okay, ich weiß nicht, ob ich in diesem Paralleluniversum Vater bin oder so, aber das hier fängt an, mir Angst zu machen. Wenn ich deinen scheiß Plutoniumstab mitnehme, lässt du mich dann endlich in Ruhe? Klar! Wir sehen uns dann in 30 Jahren, schätze ich. Nicht, wenn ich's verhindern kann, Doc. Alter! Okay, ja. Dadurch, dass du eben gesagt hast, dass das dass der Eukalyptus dran ist. Ich denke nicht, dass das klappt. Was? Okay, dann nicht. Aber wir können doch jetzt safe das Plutonium Mel verkaufen, oder? Nein, das ist gefährlich. Ist doch egal. Können wir nochmal mit Mel reden? Wir haben nichts. Hotdog verkauft. Der ist momentan keine Hilfe. Hey, klein. Oh. Von Mai. Ich hätte gern den Kaffee irgendwie. Vergiss es. Oh, nur für Ernteangelegenheiten. Wie so ein Stalagniten runterholen. Okay, Moment. Ich versuche mal was anderes. Und zwar will er. Hier ist ein Loch drin. Er will hier nicht reingehen. Können wir mit der Angel? Ich denke nicht, dass das klappt. Schade. Haben wir noch irgendwas? Das sah gerade so da oben so ein bisschen aus. Nee, ne? Guck mal so nach, ne? Seid mir nicht böse. Die würde ich erst. Kann ich da das Plutonium reinschmeißen? Blöd. Nein. Kann ich? Nein. Nein, das ist gefährlich. Ist doch egal. Okay, wir haben noch ein bisschen Stuff hier. Ich muss doch irgendwie die Koala locken, oder? Oh, warte mal. Ich habe keine Maus mehr, die ich bewegen kann. Okay, jetzt. Hier ist der Fremde. Na, nee. Ich wollte gerade nochmal hinten über den Zaun gehen, oder zum Zaun gehen, zu den beiden. Ich würde ganz gern einmal kurz zu Mels Pfandleihe. War ja Bob, ne? Denk dran, du änderst andauernd die Zukunft, ja. Und verlass nur Orte für den Banner. Stand da noch, glaube ich. Kann ich vielleicht jetzt irgendwas mit dem Gully machen, weißt du? So irgendwie. Lass ins Loch oder so. Oder den Gully runter. Da drin gibt's sicher keinen guten Fang. Weißt du nicht? Ich brauch halt die Farbe am besten, ne? Ich glaube, der Typ hilft mir nicht weiter. Die Farbe. Ich glaube, die gibt er nicht einfach so her. Kann ich ihm vielleicht ein cooles. Habe ich schon probiert, oder? Sowas. Nee, okay. Ich will gar nicht. Okay. Hätte er sein können. Ich glaube nicht, dass. Schade.
Damit will ich den... Okay, damit will ich den Feuerlöscher nicht verwenden. Wir gehen gleich noch... Okay, wir klappern jetzt erstmal alles ab. Erstmal ab zu... Hier, genau. Wenn wir hier reinschreien... Ich glaube, dafür brauche ich halt Kaugummi oder sowas. Koalas. Ich fasse das... Kriechtiere finde ich... Wieso kann ich denn nicht die Angel? Ich denke... Nur denk, warum denn nicht? Muss ich denn noch irgendwas das verbinden macht... oder so? Irgendwie hier. Das ist keine... Okay. Hi. Hi. Genau, da ist jetzt ein Loch hier. Ja, klar. Nützt gar nichts, wenn ich es mit meinen Händen zuhalte. Da muss ich da halt irgendwas rein... Ich denke, da muss halt Kaugummi rein. Das ist so das Problem. Blöd. Okay. Ist das echt ein Plutonium-Brennstab? Scheint so, ne? Scheint so. Ich würde halt gern die Kreide nehmen. Es sollte wohl klar geworden... Pater Roys Kreide. Ich muss ihn irgendwie ab... Muss ihn irgendwie... Ja, gut. Oh, Moment. Ich will gar nicht erst ausprobieren, wie man nach Menschen angelt. Warum denn nicht? Eine Lampe. Was für eine... Nicht die kaputt machen? Irgendwie? Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Kann ich ein Billardkühl mitnehmen? Ich glaube nicht, dass ich das hinkrieg. Die wichtigste Kugel fehlt. Ach ja. Was habe ich hier denn noch so? Die Girlande. Billardtisch, die Billardkugel. Okay. Gelanden. Kann ich damit irgendwas machen oder so? Hab ich die eigentlich hier auch? Ich komm nicht ran. Okay, kann ich die andere jetzt auch noch mitnehmen? Ne, die ist nicht mehr. Okay. Hübsche Gelanden. Was könnte ich denn damit machen, ey? Das muss ich nicht auch. Das ist Pater Ro. Ja, ich muss ihn irgendwie ablenken. Willst du Gabel? Ich soll Leute mit einer Gabel abstechen? Jo. Willst du Plutonium? Nein, das ist... Willst du eine Gelande? Nee. Nee, das ist meine. So, was haben wir hier noch so? Ja, die Flaschen. Flaschen. Hier komisches Einmachglas. Power-Up. Komisches Einmachglas. Elaine. Sonst nichts Krasses. Dann gehen wir mal hoch. Hier sind nur, ist nur Klo und Urinal und so, Fenster. Mir ist... Ja, genau, muss er ja nicht, ne? Die lasse ich. Was haben wir hier drüben noch? Da muss man Münzen... Ja, wir haben halt keine Münzen, das ist das Problem. Kann man irgendwie Münzen bekommen? Wahrscheinlich irgendwann einen Tag später, ne? Ich will nochmal mit Elaine sprechen, hat sie noch was zu sagen? Ah. Elaine, die weiße Kugel fehlt. Aha. Ein Idiot muss sie geklaut haben. Hey, vielleicht hat der Dieb sie für irgendwas gebraucht. Ja, klar. Und ich bin sicher, du hattest nichts damit zu tun. Hey, diese Anschuldigung verletzt mich zutiefst. Okay, hier. Aber vorsichtig damit, das ist die letzte. Ich bin doch immer vorsichtig. Okay, ich lass dich mal weitermachen, Elaine. Alles klar, jetzt haben wir wieder eine weiße Kugel. Sehr schön. Können wir die... Ich werde Pater Roy nicht die Kugel... Warum nicht? Ah! Der gehört auf den Tisch, damit ich spielen kann. Haben Sie das gesehen, Pater? So versenkt man alle auf einmal. Alter. Jetzt haben wir nur noch den Billardtisch, okay. Und wir haben jetzt die Kreide. Er das ist ja cool. Gerade nicht hin. Es sollte wohl klar geworden. Ja, okay. Aber gut, wir haben jetzt Kreide, alles klar. Pater Roys Kreide, beziehungsweise meine Kreide. Was könnte ich denn damit machen? Lieber nicht. Blöd. Blöd denn. Lieber nicht.
Okay. Gut, dann haben wir jetzt schon mal Kreide. Warum auch immer. Wofür auch immer man die braucht. Kann ich die vielleicht den Koalas geben? Lieber nicht. Okay, schade, kann ich nicht. Aber dann sind wir hier, glaube ich, jetzt fertig, ne? Und dann noch eine Bananenschale. Fass ich nicht. Kann ich damit noch irgendwas machen? Aber sonst haben wir noch Pfütze, naja. Und dann? Ich denke. Ja, okay. Ich glaube, die Pfütze kommt später. Also wird erst später relevant, schätze ich jetzt mal. Gehen wir zu Randall. Vielleicht können wir jetzt in Mortimers Zimmer oder so. Ja, wir haben doch den. Haben wir nicht den Knauf oder so? Ne, haben wir nicht. Wir waren doch beim Psychiater schon, oder? Ja, doch. Bin ich der Meinung. So, hier haben wir den Blumentopf und sonst halt immer noch nichts Krasses oder so. Warum zum Geier soll... Weiß ich nicht. Einmal mitnehmen. Ja, okay. Der ist auch egal. Wir haben halt auch die ganzen Koalas und die Tauben und den Mülleimer. Das ist immer noch zu. Also ist das eigentlich immer noch irrelevant momentan. Haus des Nachbarn auch oder Tür des Nachbarn, schätze ich auch. Und hier auch alles. Kann ich vielleicht die Kreide in die Klimaanlage? Nein, okay. Hätte sein können, dass die dann zermalmt wird und wir dann halt, ne? Wisst ihr Bescheid? Ich gucke halt hier jetzt ein bisschen mit Leertaste, beziehungsweise halt mit mittlere Maustaste, mit diesem Hilfe-Dings. Mortimer hat die Klinke mit. Ja, das kriegst du nicht auf, ja, habe ich mitbekommen, du. Aber mir würde jetzt auch mit der Gabel vielleicht. Das muss ich doch nicht. Hätte sein können. So aufbrechen. Mit einer Metrokarte. Ich will meinen Bahn. Okay. So kennt man ja noch aus alten Films oder so, mit so einer Kreditkarte oder sowas. Einfach so eine Tür aufmachen. Mit dem Laserschwert. Es gibt kein. Doch, gibt es. Das gehört doch. Es gibt einen Grund, das zu machen. Bitte. Es wird nicht. Okay, und zu den Nachbarn können wir auch nicht, ne? Ich gehe Leuten nicht gern auf die Nerven, okay? Ich habe im Moment keinen Bock. Okay. Ich kann jetzt nicht mit dem Fahrstuhl spielen. Außerdem macht mir das Ding Gänsehaut. Ja, kann verstehen, warum. Gut, dann fahren wir wieder, oder gehen wir wieder zur U-Bahn. Obwohl, gar nicht. Gehen wir hier hinten lang, vielleicht chillt hier ja noch wer. Mit dem man vielleicht wirklich was machen kann. Die Tür, der Fremde. Alles irrelevant, würde ich jetzt mal schätzen. Das sind die ganzen Tauben, die hier angezeigt werden. Hier unten war ja auch nichts Wichtiges, ne? Nichts von. Ja, konnten da nichts rausholen. Kalender, die Fremde. Ja, gut. Wir waren ja. Ja, genau. Psychiaterpraxis. Ausprobieren, die dir so einfallen, die mir verrückt scheinen. Denk daran, du kannst in dem Spiel nicht sterben. Stimmt. Hier sind auch ganz viele Koalas und wir können hier rein. Gehen wir nochmal zum Psychiater. Ich können wir ja Alan. Hier war ja auch nichts, ne? Ich finde den Knauf nicht mehr, das ist ja doof. Kann ich nicht, die Alan! Alan! Hallo nochmal, Alan. Verzeihung, sprechen Sie mit mir? Mein Name ist nämlich Robert. Sicher? Ziemlich sicher, ja. Also dein Name ist nicht mehr Alan? Ah, oh, verflucht. Was? Sie sind nicht der Erste, der mir das erzählt. Scheinbar ist da ein Kerl namens Alan, der genau wie ich aussieht. Und ich sag Ihnen, der versaut mir richtig das Leben. Was meinst du damit? Naja, wissen Sie, ich glaube, der Dreckskerl sieht genauso aus wie ich. Trägt dieselbe Kleidung. Die Leute verwechseln mich mit ihm. Sie geben mir die Schuld für das, was er anstellt. Und jetzt riecht mein Keller wie Scheiße und ich weiß nicht mal warum. Faszinierend.